Das Wichtigste, was ich für mich habe, ist mein Körper, mit dem ich das Gefühl, dass ich am meisten ausdrücken kann, dass ich am meisten sagen kann. Bevor ich überhaupt die Sprache verwende, verwende ich immer erstmal meinen Körper. Ich versuche mir die Rollen auch abstrakt in Bewegungen und in körperliche Aktion umzusetzen. Und da habe ich das Gefühl, dass ich auch zwischen den Zeilen was ausdrücken kann. Auch wenn ich es nicht unbedingt zeige auf der Bühne. Bei mir ist es so, ich habe ganz große Schwierigkeiten, den Text, bevor ich einmal auf der Probe stand, einmal meinen Körper gespürt zu haben, zu lernen. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Da brauche ich manchmal, ich weiß nicht, für 3 Sätze Ewigkeiten. Und wenn ich ein Gefühl habe für die Körperlichkeit der Figur oder sowas, dann geht das immer ganz schnell mit dem Textlernen. Das ist ganz erstaunlich. Ich habe als Kind einfach auch schon immer mit Bewegung zu tun gehabt. Ich habe Leistungssport gemacht, rhythmische Sportgymnastik, Ballett und so weiter. Und es gibt so eine lustige Geschichte. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, Birgit, erkläre mal das Wort, ohne deine Hände oder deinen Körper zu bewegen. Und er hat mir meine Hände festgehalten. Und ich bin verzweifelt. Er hat mich wirklich zum Weinen gebracht, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und da habe ich festgestellt, also bei mir läuft erstmal alles über Bewegung, alles über eine Aktion. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich mich da an Grenzen stoßen kann oder mich vergeuden kann oder meinen Körper in gewisser Weise vergeuden kann. Und vielleicht, wo ich das am meisten gespürt habe, wo ich Theater am meisten verstanden habe, war bei einer Inszenierung, da war ich ganz jung, mit Fräulein Julie in der Regie von Mitko Gottschew, und da hat Almo Zilcher Fräulein Julie gespielt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, Körper und Fleisch, und dann kommt die Sprache. Und da habe ich so ein Erweckungserlebnis gehabt und das Gefühl gehabt, so möchte ich gerne Theater spielen, und so verstehe ich auch Theater, dass erst der Körper kommt und die Gedanken und die Worte sind dann automatisch da. Ja, ich probe ja gerade die Versetzung von Thomas Melle, das wird eine Uraufführung, und ich will den Begriff eigentlich gar nicht so gerne nennen, weil das verfälscht das Ganze. Es geht um eine spielt in einer Schule, und da geht es um einen Lehrer, der eine bipolare Störung hat. Die wird aufgedeckt sozusagen. Und es geht aber, finde ich, da noch um viel mehr, sondern um was ist richtig, was ist falsch, wie weit darf man sich der Gesellschaft zeigen oder was darf man, ist das schon zu viel, wenn man irgendwie anders ist oder nicht. Und das ist besonders bei meiner Figur, die rauscht da rein, war eine ehemalige Geliebte von ihm. Das weiß er nicht mehr, weil er dann auch in einer Psychiatrie war. Das hat er alles vergessen. Aber für sie war das die wichtigste Zeit mit ihm. Und sie eigentlich auch eine bipolare Persönlichkeit ist. Und da versuche ich natürlich auch, ich kann das gar nicht anders, erstmal mich über den Körper zu nähern oder über abstrakte Bilder im Kopf, über eine abstrakte Bewegung, die ich mit der verbinde oder sowas. Ob man das dann sieht, ist eine andere Frage, aber das ist mir gar nicht wichtig. Das ist ja nur meine Probenart.